finde, dass Vaughan Williams der englischste aller wichtigen Komponisten ist. Verkörpert so die Verbundenheit zum Land, zu den Atmosphären in diesem Land. Er ist jetzt keiner, den man als einen Neuerer im 20. Jahrhundert bezeichnen würde. Er gehört ja zumindest zeitweise seines frühen Kompositionsstils so eine Art English Impressionism an. Also das ist eine Art von der englischen Seite des französischen Impressionismus, der ja zur selben Zeit aktiv war mit Ravel, Debussy und so weiter. Er hat halt auch ziemlich lang gelebt, er wurde ziemlich alt und hat seinen Musikstil eigentlich zwar in sich selber für sich immer weiter entwickelt, also seine späten Stücke sind nicht unbedingt schlechter als die frühen, aber er ist halt nie in die Atonalität gegangen. Der ist ein bisschen ein Epigone natürlich, was den Stil betrifft. Er fällt ja nicht in die Falle hinein, dass das jetzt kitschig wird. Also selbst Britten, der ja viel, Anführungszeichen, moderner erscheint als Vaughan Williams, sagt sich ja von diesen Grundprinzipien der romantischen Musik jetzt nicht wirklich los. Und Vaughan Williams tut das auch nicht. Der Vaughan Williams war halt so ein bisschen so ein englischer Gentleman, der sein Ding gemacht hat und viel weniger die Trommel gerührt hat als zum Beispiel jemand wie Britten, der zusammen mit Peter Pears und diesem ganzen Drumherum viel mehr sozusagen schon auf der europäischen Bühne war. Das war der Vaughan Williams. Es ist natürlich, wenn man ein bisschen ein Interesse für ausgefallene Musik hat, dann weiß man von vielen Stücken, dass es sie gibt und spielt sie aber halt nicht, bis jemand sagt, mach das vielleicht oder spiel mal das oder nehmen wir das auf. Dann kommt man schon zu Dingen, von denen es eigentlich auch nötig wäre, dass es einmal jemand spielt. Warum soll man nicht eine Balance haben zwischen dem großen sozusagen Repertoire und solchen Stücken, die es durchaus auch verdienen, zumindest nicht vergessen zu werden. Vor kurzem die London Symphonie dirigiert, da kam ein Orchestermitglied und sagt, Mensch, das klingt doch wie Filmmusik und so. Da sage ich, ja, nur als er das Stück 1909 komponiert hat, da gab es noch keine Filmmusik. Da gab es nur Stummfilm, da gab es nichts. Die ganze Filmmusik, alles das nimmt die Musik eines Vaughan Williams an und deswegen klingt John Williams heute manchmal so wie Vaughan Williams. Der Mann so die Klänge des Orchesters instrumentiert, wie er das Blech einsetzt oder die Streicher, basieren auch auf dieser alten Gamben-Konsort-Idee mit den vielfach geteilten Stimmen. Das ist sowas von einmalig, das findet man irgendwie nur bei ihm. Also ich bin der deutsche Dirigent, der sich um englische Musik kümmert, mit großer Begeisterung.